ist es jetzt, glaube ich, ganz wichtig, dass man dieses Momentum nutzt, dass man sagt, jetzt haben wir eine gewisse gesellschaftliche Bewegung und ein Gefühl des gemeinsamen Problemlösens. Mein Anspruch als Leiterin des Strategiebereiches geht es darum, dass man antizipiert und dass man vorbereitet ist. Antizipation und Vorbereitung sind das Wesentliche eines strategischen Denkens. Mein Eindruck ist natürlich bei diesem Thema Corona, weil es jedem unter die Haut geht, ja, und jedem an die Gesundheit geht, ist man bereit, dem Politiker sehr viel mehr Entscheidungsgewalt abzugeben. Man gibt dem Politiker das Recht, intensiv und auch vielleicht unkonventionell zu handeln, wenn man weiß, dass es für das eigene Wohl ist, wenn es einen wirklich direkt unter die Haut geht. Ich glaube, da gibt man mehr, ist man bereit, ihm mehr Kompetenzen, mehr Entscheidungsgewalt abzugeben. Wenn es weiter weg ist, gibt man ihm weniger ab. Also das ist mein Gefühl. Deswegen, das, was wir jetzt erleben, dass wir bestimmte Sachen jetzt von der Politik umgesetzt werden können, relativ schnell, ja, auch die Erhöhung der Verschuldung, ja, um ein großes Thema zu nehmen. Das macht man, weil man weiß, oh Gott, ja, jetzt muss agiert werden, ja, wir haben eine absolute Krisensituation, die alle betrifft. Würde man genau die gleiche Erhöhung der Verschuldung akzeptieren, um Umweltthemen zu lösen? Ich bin nicht sicher. Ist es jetzt, glaube ich, ganz wichtig, dass man dieses Momentum nutzt, dass man sagt, jetzt haben wir eine gewisse gesellschaftliche Bewegung und ein Gefühl des gemeinsamen Problemlösens, weil wir waren ja alle betroffen. Das müsste man jetzt sehr schnell nutzen, weil ich sonst die Gefahr sehe, dass wir alle wieder in unsere alten Egoismen zurückfallen.